Insbesondere dann, wenn du Gitarrenanfänger bist, dann ist dieses Video für dich ein absolutes Muss. Denn ohne zu übertreiben, wenn du dir diese Fehler aneignest in deiner Haltung, dann drohen dir nicht nur langfristige Gesundheitsschäden, sondern deine Übungszeit wird vergeudet, denn du wirst nicht so effektiv üben, wie du es eigentlich könntest. Stell dir vor, du sitzt im Büro oder auch bei dir zu Hause, machst irgendwelche Arbeiten für mehrere Stunden oder auch selbst nur eine halbe Stunde und du flehst dich so richtig einfach in deinen Bürostuhl. Ja? So, ich nehme mal die Gitarre runter, ja, die Gitarre hast du in dem Fall dann nicht mit dabei und sitzt dann richtig schön nicht gesund, ja? Jeder Arzt würde jetzt Ach und Weh schreien auf deinen Stuhl. Dein unterer Rücken wird irgendwann anfangen zu schmerzen und du würdest selber irgendwann in diese normale oder ja, gesunde Position zurückgehen, wo du auch mit deinem aufrechten Rücken entsprechend auf deinem Stuhl sitzt. Und selbst wenn du keine Schmerzen dabei hast, dann wirst du spätestens am Abend oder vielleicht nächsten Tag am Morgen irgendwelche Rückenschmerzen haben oder vielleicht auch mit Schmerzen dann im Bett liegen. Oder stell dir vor, du läufst ja für jeden Tag irgendwie dann so rum mit eingeduckten Rücken. Nicht nur, dass es unbequem ist, sondern du würdest ja von selber wieder so zurückgehen. Aber wenn du das angewöhnst, dann wirst du irgendwann einen krummen Rücken bekommen. Und das wird langfristige Schäden mit sich ziehen. Und was hat das Ganze mit diesem Video zu tun? Weil jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich am Anfang schon mal gesagt habe. Und zwar geht es um die Haltung von deiner Gitarre. Und was wir ganz oft sehen ist, warum auch immer, aber viele Profis, ja, von denen man sich auch auf YouTube diverse Videos anguckt, da machen es eben dann oftmals auch so und dann denkt man sich insbesondere als Anfänger, ja gut, dann wird schon nicht so schädlich sein und es ist eigentlich auch ganz bequem, mehr oder weniger. Und zwar haben wir es ganz oft, dass wir Gitarristen spielen sehen und eben gerade auch Anfänger, die ihre Gitarre, ich habe jetzt mal die Kamera ein bisschen so eingestellt, dass man das noch sieht, dass sie ihre Gitarre in so einer ähnlichen Position haben. Und wohlgemerkt ein Detail, worauf ich gleich noch zu sprechen komme, der Gurt ist auch nicht um. Das heißt, die Gitarre liegt so um. Ja, und da sieht es vielleicht auch ganz cool aus und das lässt sich vielleicht auch ganz gut spielen, so zumindest für ein paar, sag ich mal, ja, Minuten oder Übungssessions und man wird sich jetzt nicht viel bei denken. Und wenn du schon fortgeschritten bist, dann musst du das Video auch gar nicht unbedingt ansehen, weil auf dich trifft das eher weniger zu. Du solltest eigentlich wissen, was du zu tun hast. Und du wirst auch verstehen, warum das jetzt nicht wirklich das Effektivste ist. Aber gerade als Anfänger, wenn du dir sowas hier angewöhnst, dann ist es nicht nur so, dass du gesundheitliche Schäden davon tragen kannst, die sich langfristig bemerkbar machen, zum Beispiel ja, unter Rücken oder auch Verspannung und so weiter und so fort, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, sondern du vergeudest eben auch deine Übungszeit, weil so zu üben, das ist nicht wirklich effektiv. Also zum einen haben wir, ich habe es gerade schon gesagt, einmal deinen Rücken, gerade wenn du keinen Gurt herum hast, ja, und je nachdem wie groß du bist, je nachdem wie hoch auch dein Sitz ist, es hat auch etwas mit deiner Ergonomie zu tun, also wie groß, klein du bist. Wenn ich mich jetzt da aufrecht hinsetze, mit geradem Rücken, und so sollte es ja auch eigentlich sein, weil nicht nur so, dass du deinem Rücken somit besser tust, sondern auch, du wirst einfach beim Üben entspannter sein und du wirst auch einfach länger ohne Schmerzen üben können. Und oftmals ist es so, dass man eben erst langfristig merkt, dass man jetzt für lange Zeit einfach eine schlechte Haltung hatte und irgendwann kommen dann die Rückenschmerzen, was eben, wie gesagt, langfristige gesundheitliche Schäden mit sich tragen kann. Und gerade wenn du keinen Gurt drum hast, dann geht das eigentlich fast so gar nicht, weil du siehst teilweise gar nicht, wo du jetzt wie kreist. Du musst dich eben etwas bücken, musst etwas runtergehen, damit du auch rein von der Haltung, von den Armen her, damit das alles passt. Also da haben wir zum einen schon mal diesen Punkt, dass du auf jeden Fall deinen Gurt tragen solltest, weil wenn du deinen Gurt trägst und du bist jetzt in dieser Haltung, wo es okay ist, und du gehst jetzt aber hoch in dieser Haltung, wie es eigentlich sein soll, mit geradem Rücken, dann geht deine Gitarre automatisch nach oben. Und da ist schon mal die Position, dass deine Gitarre von der Höhe grundsätzlich richtig ist. Ja, du musst natürlich den Gurt entsprechend einstellen, aber das ist dann eine Sache, die je nach deiner Körpergröße variiert. So, dann der nächste Punkt. Und zwar, schau jetzt mal schon allein hier im Video, sieht man es ja, hier ist mein Kopf, die Kopfmitte. Und die geht jetzt runter und da bin ich hier schon beim Hals. Also sprich so die Mitte von dem Korpus, von dem Body, von der Gitarre, der ist hier, jetzt von mir aus gesehen rechts, von dir aus gesehen müsste es links sein, komplett auf meiner Seite. Das heißt, wenn ich spiele, ja, und ich setze mich jetzt mal gerade hin, dann ist meine Gitarre in genau dieser Position. Ich müsste jetzt hier quasi gerade rücken, was erstens mir persönlich extrem auf den Rücken geht. Und wenn ich mich eben quasi
wenn die Gitarre so normal liegt, jetzt hier hindrehen müsste, dann drehe ich mich quasi immer, du musst dich immer nach rechts drehen, sodass du quasi auch immer eine Spannung in deinem unteren Rücken hast. Und nicht nur das. Ich meine, deine Schlaghand, deine Greifhand, das ist soweit mehr oder weniger okay. Je nachdem, wenn du kurze Arme hast, kann es sein, dass es hier zu einer Überstreckung kommt, was auch nicht gerade förderlich ist. Aber du hast immer hier auf deiner Schulter von deinem rechten Arm, und übrigens für Linkshänder geht das genauso wie für Rechtshänder, nur dass du jetzt eben das ganze spiegelverkehrt hast, aber das Spiel und die Folgen sind dasselbe. Und zwar muss ich hier meinen Oberarm sehr nach hinten beugen, sodass ich hier auf jeden Fall auch eine Spannung auf meiner Schulter habe, gerade auf meiner hinteren Schulter. Ja. Sodass sich hier quasi immer eine Anspannung bildet und auch in deinem unteren Rücken, beziehungsweise hier auch in deinem Bauch, in deinem Core, da eine Anspannung bildet. Und eine Spannung, ja, das ist ein Kernpunkt beim Gitarrespielen, den du immer vermeiden solltest. Du solltest immer entspannt spielen. Sobald sich Spannungen aufbauen, ist es ein ganz großer Fehler bzw. eine ganz große Limitierung. Nicht nur beim schnellen Spielen, sondern auch allgemein in deinem ganzen Spiel, weil du es einfach wesentlich effektiver haben kannst und besser spielen, Gitarre spielen lernen kannst, wenn du immer entspannt bist. Das ist ein Kernpunkt, den wir immer wieder predigen. Also haben wir verschiedene Punkte, die hier fatal sein können. Einmal langfristig gesundheitliche Schäden, aber eben auch, du vergeudest deine Zeit, weil du nicht so effektiv üben kannst. Wie solltest du das Ganze im Endeffekt machen? Wie sieht eine, ich sag mal, perfekte Haltung aus? Als erstes solltest du dir, falls du das noch nicht haben solltest, eine Fußbank kaufen. Die gibt es im Fachhandel für 10 Euro, 20 Euro, kostet absolut kein Geld. Die halten ewig, du kaufst ja einmal so ein Ding, das wirst du haben, bis du nicht mehr Gitarre spielen kannst, ja, quasi. Das wird dein Leben lang dich begleiten. Und zwar stellst du da deinen linken Fuß drauf, für Linkshänder wäre es der rechte Fuß. Und dann nimmst du deine Gitarre und legst sie einmal so drauf. Sprich hier, dieser Cutaway, hier wo diese Beugung ist in deinem Body, ja, die liegt auf deinem linken Bein. Und die Gitarre ist quasi hier, der Body ist mehr oder weniger gerade mit deinem Kopf. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie die natürliche Haltung ist, wenn du dich einfach auch ohne Gitarre auf den Stuhl setzen würdest, ja, nochmal vielleicht zurück zu dieser Haltung. Wenn du dich jetzt normal hinsetzt, ja, dann ist deine Schulter, deine Arme hängen quasi gerade runter. Die sind nicht so. Wenn du die so machen würdest, um zum Spielen, da hast du eine Spannung im unteren Rücken, auch im Core. Wenn wir das Ganze jetzt aber hier in dieser Haltung haben und ich mache einfach mal ganz locker meine Arme, dann passt das. Das sind die genau so, wie sie auch sein sollen zum Gitarre spielen. Hier habe ich keine Spannung, hier habe ich keine Spannung. Das ist eine ganz natürliche Haltung, plus meinen Rücken, den kann ich kerzengerade jetzt machen, ohne dass ich Probleme habe, jetzt irgendwie die Gitarre zu erreichen. Auch hier wieder wichtig, dass du deinen Gurt um hast und dass er so entsprechend eingestellt ist, dass die Gitarre jetzt nicht, ja, unten im Schritt hängt, sondern entsprechend, wenn du jetzt stehen würdest, ja, ungefähr die Mitte von deinem Korpus sollte ungefähr so, ja, auf Gürtelhöhe sein, so mehr oder weniger. Ja. So, mit dieser Haltung hast du eine erstens wesentlich gesündere Haltung, ergonomischer, du kannst entspannt spielen, ja, nichts ist entspannt oder nichts ist auf Spannung, sagen wir mal so, wobei du nichtsdestotrotz dir immer wieder auch, ja, beim Spielen an für sich eine Spannung sich aufbaut, die du worauf achten solltest, aber was ich damit meine, ist die Grundhaltung. Wenn du einfach nur jetzt dein Plektrum auf die Seite und deine Finger auf die Bünde legst, sollte keine Grundspannung vorhanden sein, wie du es hier hattest, zum Beispiel hier mit der Schulter. Plus, wie gesagt, dein Rücken ist gerade und die Gitarre liegt hier im Sitzen, genauso wie wenn du jetzt aufstehen würdest und im Stehen spielen würdest, was ein weiterer Vorteil von dieser Haltung ist, von dieser Position. Und das legen wir dir ans Herz, legen wir dir sehr nahe, dass du das machst. Das ist auch nichts Neues, das haben nicht wir erfunden, aber wir wollen dich einfach nur darauf hinweisen, aufmerksam machen, weil es immer noch viele, insbesondere Anfänger gibt, die leider diese Haltung nicht kennen oder ihn einfach nicht beachten. Aber das kann, wie gesagt, langfristige gesundheitliche Schäden mit sich ziehen, plus du vergeudest deine wertvolle Zeit beim Üben, weil du nicht so effektiv üben kannst. Befolge diese Tipps und gewöhne dich an diese Haltung und wir garantieren dir, dass du es wesentlich einfacher haben wirst, besser Gitarre zu spielen, weil du einfach wesentlich entspannter spielen kannst und dadurch
dir einiges leichter fällt. Wenn du noch mehr wissen möchtest zum Thema Haltung, also sprich, wie hältst du zum Beispiel das Plektrum, wie sollst du deine Schlaghand, deine Greifhand halten und grundsätzlich auch allgemein, wie du als Gitarrenanfänger schnellstmöglichen Fortschritt machst, dann sieh dir unsere kostenlose Videoserie an. Du findest den Link unten in der Videobeschreibung. Trag dich da ein und dann sehen wir uns in deiner ersten Lektion. Lektion 2 gibt es alles, was du wissen musst zum Thema Haltung. Ich freue mich schon, dich dort zu sehen. Bis zur nächsten Lektion. Rock on!